Och ja, das ist doch gleich wesentlich angenehmer als das andere Bett in Balmora, in dieser komischen Taverne. Aber wir werden hier wohl nicht länger schlafen können. Schließlich sind wir auf der Flucht. Ziehen wir schnell unsere Schuhe an. Holen uns unten noch was zu essen. Und dann sollten wir auch weitergehen. Guten Morgen. Ich habe mir erlaubt, den Mondzucker und die Skumaflaschen mitzunehmen, um die Tarnung von unserem gemeinsamen Freund aufrechtzuerhalten. Ihr versteht schon. Ja, unser gemeinsamer Freund ist Caius Cusades. Der gibt sich ja als irgend so ein Skuma-Abhängiger aus. Anbei möchte ich erwähnen, dass ich überrascht war, dass ihr so gedankenlos seine Worte ignoriert habt. Vielleicht solltet ihr dies überdenken. Auf bald, euer Schatten. Also ja, es war anzunehmen, dass wir verfolgt werden. Aber dass die so dreist vorgehen und in unser Zimmer eindringen und hier eine Nachricht hinterlassen, das ist schon ganz schön übel. Also es ist nicht direkt eine Drohung, aber indirekt auf jeden Fall. Das heißt, wir machen jetzt was? Erstmal nehmen wir diesen Zettel mit. Das haben wir notfalls als Altbeweismittel. Handschuhe ziehen wir auch noch schnell an. Und dann was? Laufen wir weiter zur nächsten Stadt? Dann dürften wir aber auf keinen Fall Straßen benutzen. Denn das war uns wohl dieses Mal zum Verhängnis geworden. Das heißt, querfeldein durch die Landschaft, bis wir irgendwo ankommen, wo wir uns verstecken können. Das wird doch nichts. Wir kennen uns hier nicht aus. Wir wissen nicht, was in der Wildnis noch so rumkreucht und fleucht. Also zurück nach Balmora. Wir scheinen ja nicht wirklich eine Wahl zu haben. Andererseits könnten wir einfach weiter der Straße folgen. Bis zum nächsten Dorf und gucken, ob noch so eine Drohung kommt. Vielleicht dann ein wenig verschärfter. Und dann könnten wir immer noch nach Balmora zurück. Aber ist es so gut, unsere zukünftigen Arbeitgeber so zu verärgern? Nee, wohl eher nicht. Na gut, gehen wir erstmal was essen. Und währenddessen überlegen wir uns das Ganze. So, Tür wieder zu. Was geht es denn? So, wir hätten gerne Frühstück. Ha. Sie hat nicht wirklich viel im Angebot. Wir würden 50 Draken für ein Laib Brot ausgeben. Na gut, dann halt wieder ein Quamai. Mit Salzreis. Das ist ja fast wie im Gefängnis. Jeden Tag das Gleiche. Ha. Also, Quamai, ein wenig Salzreis und überlegen. Balmora, nächste Stadt, einfach der Straße folgen oder ab in die Wildnis und verstecken. Wir müssten unser Leben lang dann fliehen, wenn wir uns jetzt in die Wildnis verdrücken. Das ist sehr anstrengend. Vor allem vor den Klingen fliehen. Nee. Wir gehen jetzt zurück nach Balmora. Hören uns an, was er zu sagen hat. Und hoffen dann das Beste. Bleibt in Bewegung. Sprecht nur. Ja, einer von euch hat uns bestimmt verpfiffen. Auf eurem Weg. Ja, wir sind auf unserem Weg. Aber ja. Falls uns nicht gefällt, was wir da hören, können wir immer noch versuchen, später uns abzusetzen. So, wollen wir jetzt zurück nach Sedanin und den Schlickschalter nehmen? Oder wollen wir ein wenig auf eigene Faust versuchen, den Weg zu finden? Wir haben den Weg ja schon beschrieben bekommen. Von dieser Kundschafterin in Sedanin. Das war von Sedanin aus nördlich an Pelagiat vorbei. Dann irgendetwas, dann eine Festung über den Fluss und dann wären wir schon fast da. Das
klingt jetzt ein wenig wüst, aber hier sind ja überall diese Schilder. Und solange wir auf der Straße bleiben, müsste es eigentlich okay sein. Ja. Dann gehen wir halt zu Fuß. So lernen wir wenigstens die Umgebung ein wenig kennen. Was mit das Wichtigste momentan ist, damit wir wissen, wo wir uns absetzen können im Notfall. Und da schon das nächste Schild. Na also. Pelagiat Seitengasse. Ja, so sieht's auch aus. Und da weiter nach Palmora. Oh, und diese Beeren hier sehen auch recht lecker aus. Sollten wir natürlich nicht sofort essen, aber wir können hier in der nächsten Stadt mal nachfragen, ob irgendjemand uns sagen kann, ob die giftig sind oder nicht. Das wäre schon eine schöne Abwechslung, so ein paar Früchte zwischendurch. Oh, was haben wir denn da? So eine Art Mine vielleicht. Aber nein, wir sollten uns erstmal nicht ablenken lassen. Wer weiß, wie schnell Caius Cosades ungeduldig wird und seinen Schatten wieder losschickt. Beziehungsweise unseren Schatten. So, hier geht's nur nach rechts. Da ist kein Schild. Hm. Okay. No. Wer bist denn du? Unter diesem riesigen Pilz. Also ja, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir uns daran gewöhnt haben. Aber... Oh. Wo starrst du denn hin? Was wünscht ihr? Oh. Hallo. Verzeiht, aber ich habe einen Banditen gesehen. Aber habt ihr einen Banditen gesehen? Ich muss ihn finden. Du willst alleine so angezogen einen Banditen aufspüren? Was ist denn das für ein Bandit? Ja, ich ging hier gerade in Gedanken versunken vorbei, als mich ein Bandit von hinten ansprang. Es war ein Dunkelelf. Ein starker, schneidiger Dunkelelf. Er fügte mir kein Leid zu, nahm aber meine Edelsteine. Er war sehr sanft und schien eine Ewigkeit mit mir zu sprechen. Edelsteine? Was sagt ihr? Oh, vergesst die Edelsteine. Ich möchte nur den Banditen wiederfinden. Er war bezaubernd und charmant und ich muss ihn einfach wiedersehen. Sein Name? Nelos. Nelos Onmar. Ein Name, der für alle Ewigkeiten einen Platz in meinem Herzen haben wird. Vielleicht könnt ihr ihn für mich finden? Bitte, ich kann nicht leben, ohne zu wissen, ob er für mich jemals dasselbe empfinden könnte, wie ich für ihn. Bla bla bla. Oh weia. Irgendeine aufgetakelte Aristokratin, die glaubt, sich verliebt zu haben. Nee, danke. Für sowas haben wir keine Zeit. Habt ihr kein Herz, keine Seele, könnt ihr nicht sehen, dass dies wahre Liebe sein muss. Aber egal, obwohl es Jahre dauern kann, bin ich mir doch sicher, dass wir eines Tages wieder vereint sein werden. Ach, du gute Güte. Edelsteine, ha? Diese Person stellt mir einfach zu viele Fragen. Tun wir das. Wir haben gerade mit dem Gedanken gespielt, dich niederzuschlagen und deine Klamotten zu verkaufen. Aber nein, wenn unser Schatten das sieht, wird das bestimmt ganz und gar nicht gut. Außerdem wird sie eh nicht lange hier in der Wildnis überleben, wenn sie einfach so durch die Gegend stolpert und ihren Banditen sucht. Sowas passiert, wenn Frauen zu viel Geld haben und nichts zu tun. Na gut. Ist das da? Nein, das wird wieder so eine Art Mine sein. Wir bräuchten demnächst mal wieder ein Schild. Fließen zwischendurch doch so kleine Trampelpfade. Auch wenn die Trampelpfade bestimmt nicht nach Palmora führen. Das wäre komisch. Ist da hinten was? Nee, ist nur ein Busch mitten auf dem Weg. Ja, also hier von Hauptstraße zu sprechen ist auch ein wenig weit hergeholt. Aber wenigstens scheint es hier nicht allzu gefährlich zu sein. Oh, da sind neue Schilder. Und eine etwas größere Kreuzung. Suran. Kantberg, Molagma, Balmora. Und die Geisterpforte. Und das sieht hier allgemein nicht sehr einladend aus. Eine gute Stelle für einen Hinterhalt.
Oh, oh. Und so ein komischer Wurm? Du greifst es doch bestimmt wieder an. Aha. So. Aber anscheinend keine Banditen. Also wir hätten da einen hingestellt und da einen hingestellt und dann auf den nächsten Reisenden gewartet. Aber anscheinend gibt es hier nicht allzu viele Banditen. Oder sie treiben sich weiter landeinwärts rum. Wir sollten trotzdem vorsichtig sein. Und da ist schon wieder so ein Wurm. Na komm. Bevor du uns gleich in den Rücken fällst. Au. Na, Kaschan. So. Ja, hier scheinen eher die Tiere das Problem zu sein und nicht irgendwelche Wegelagerer. Und das, obwohl wir auf den Straßen bleiben. Wenn wir jetzt querfeld eingelaufen wären, wir... Was ist das da? Das gucken wir uns doch mal kurz an. Also es ist klein genug, dass wir es wahrscheinlich jederzeit töten könnten. Aber trotzdem wäre es interessant zu wissen, ob es überhaupt aggressiv ist. Also bisher war ja fast alles hier aggressiv. Ganz viele kleine Beine. Wirklich schnell wird es aber wahrscheinlich nicht sein. Und isst wohl irgendwas vom Boden auf. Na du? Okay, macht komische Geräusche mit seinem Hinterleib. Nö, sieht zwar recht skurril aus. Aber nicht gefährlich. Sehr gut. Wenigstens eins der Tiere, das nicht gefährlich ist. Zumindest, solange man es nicht angreift. Aber na gut, hier waren weitere Schilder. Geisterpforte, Balmora, Caldera. Caldera haben wir jetzt... Oh. Was haben wir denn hier? Ah, stimmt, wir sollten an einer Festung vorbeikommen. Das wird dann wohl die Festung sein. Oh, wie heißt die denn? Wird doch bestimmt hier stehen. Die Festung der Mondfalterlegion. Oh, gut zu wissen. Caldera Balmora. Sehr schön. Aber ja, Caldera haben wir jetzt ja schon auch schon mehrfach gehört. Das wird wohl irgendwo in der Nähe von Balmora sein. Balmora? Caldera. Oder auch nicht. Na gut, interessiert uns eh erstmal nicht. Wir wollen nur nach Balmora und mit unserem gemeinsamen Freund reden. Ja, das war ja echt eine Aktion. Nur weil wir uns nicht sofort wieder gemeldet haben und ihm gesagt haben, dass wir nicht seinen Befehlen befolgen wollen, schickt er gleich irgendjemanden los, um uns zu berauben und auch noch uns anzudrohen, dass irgendwas Schlimmeres passieren könnte. Und warum das Ganze? Na, das werden wir hoffentlich gleich erfahren. Wenn wir ihn denn so schnell wiederfinden. Aber wir gehen einfach denselben Weg wie vorher. Hier war der Marktplatz. Hier war die Taverne, wo wir übernachtet haben. Die Ratstaverne, ja. Da ist der Fluss. Da müsste die Taverne Südwall sein, hinter der Ecke. Und von da aus in die Richtung. Ja, doch. War ja nicht so schwer, wie wir dachten. Ja, den Ausblick kennen wir doch. Na gut, dann atmen wir mal durch und hören uns an, was er zu sagen hat. Fahrt fort. Seid ihr bereit, euch den Klingen anzuschließen und meinen Anweisungen zu folgen, Marcus Sitticus? Ja, sind wir. Gut, willkommen im Dienst, Novize. Nun gehört ihr zu den Klingen. Wir sind in den Provinzen die Augen und Ohren des Kaisers. Ihr könnt mein Bett benutzen, wenn ihr ruhen müsst. Ungerne. Wir hätten gerne unser eigenes Bett. Aber fasst meine persönlichen Sachen nicht an, solange ich nicht etwas anderes sage. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt eure bescheidenen Fähigkeiten bei den Ausbildern der Klingen verbessern. Oder, falls ihr es eilig habt, kann ich euch sofort Befehle erteilen.
Aber vergesst nicht, einen Ausbilder der Klingen aufzusuchen.